Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei Teardown und nicht Teardown, wie ich das letzte Mal ausgesprochen habe. Tear und Tear sind immer noch zwei verschiedene Worte, auch wenn sie gleich geschrieben werden. Also Teardown jedenfalls. Und wir machen einfach mal weiter mit der Kampagne. Gucken mal, wo sie uns noch hinleitet. Ich bin sehr gespannt. Sodele, da sind wir wieder in unserer kleinen Werkstatt hier. Was haben wir hier? Was sind die Nachrichten? Marina and several boats were damaged. Ja. Ich bin komplett unschuldig. Ich bin mir fast sicher. Expensive GPS. Stimmt. Die Navigationssysteme. Richtig, richtig. Subject to a string of vandalism. Wir machen den besser mal aus, oder? Gucken wir mal die Nachrichten, die Messages. Nicht die Nachricht, nicht die News, sondern die Messages. Ja. Lawrence Lee Jr. Da waren wir aber offenbar noch nicht fertig mit, ne? Auch wenn wir sie gelesen haben. Und Naomi, genau, wir haben hier aber schon reingeschaut. Break-ins caused me a lot of property damage, pipapo. Genau, und das ist ja der, dessen Firma wir eigentlich schon, besucht haben. Aber jetzt sollen wir offenbar auch für ihn arbeiten. Ganz merkwürdig, ganz komisch. Und was ist das hier? Parisa Turdyman, need decryption key. Thanks for taking care of the GPS devices. Genau, das ist der Strang. Just one problem, they seem to be of a new, more secure type. Aha, and I can't find out their recent locations without the decryption key. Okay, my best bet is that Lee keeps the decryption key in his office safe. Might also be that the... Also be in the production safe, aha. I have one last favor to ask you and I think you already know what that might be. Ja, ich habe da so eine Ahnung. Aber wir machen vielleicht mal hier von unten nach oben, oder? Machen wir das hier mal. Gab es hier eigentlich noch irgendwas zu erledigen? Das ist nur so eine Nachricht, ne? Ja, okay. Gut, ja, machen wir doch mal hier. Mission The Car Wash. The Car Wash. Villa Gordon. Cool. Home of Mall Manager and Racing Enthusiast Gordon Wu. His daughter Freya and Final was? Fiancy? Nicht Fiancy? Ich weiß es nicht. Enid Kumans? Wie auch immer. An exclusive mansion with a private racetrack in the backyard. Oha. Klingt interessant. Und ganz viele Missionspünktchen hier. Sogenannte Missionsnüpsel. Dump the at least three of Gordon's expensive cars in the water. Das können wir. Ich glaube, das können wir. Hallo, Kadaver. Guten Abend. The Car Wash. So. Da sind wir also angekommen. Haben wir hier sehr schön geparkt auf dem Rasen. Und das ist eine neue Region, die wir noch nicht, erkundet haben bisher. Das Wetter ist nicht so schön. Oh, guck mal hier. Blinky-Lichtchen. Es blinkt mir eindeutig zu krass. Eindeutig zu heftig. Da auch noch. Unfassbar. Zack. So. Was haben wir denn inzwischen so? Die Spraycan. Die sollten wir auch mal verwenden, um uns irgendwelche Fluchtwege zu markieren oder so. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir den Extinguisher Blowtorch Shotgun. Auch sehr praktisch. Und die Planks, die sind jetzt neu. Richtig. Da können wir beispielsweise probieren, uns hier irgendwie über den Zaun zu bewegen mit oder so. Ne? Wir gucken uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Hier, erstmal auf die Karte schauen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, Escape Vehicle ist hier oben. Und weiterhin haben wir, was haben wir denn hier? Display Main Garage. Path Tracer. Gauss Seidel. Cool. Schöne Referenzen. Sehr physikalisch. Crownsigot. Okay. Gut. Dann haben wir das hier. Ah, da ist noch so einer. Angeblich. Ah, auf einem Fahrzeug drauf. Auf einem LKW drauf. Ah, alles klar. Dann ein Eurus. Ein Eumel. Hier haben wir auch den Racetrack und das sind alle, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja, okay. Gut, aber die sind mit Sicherheit alle, gesichert eben. Mit Sicherheit gesichert. Da bin ich mir fast sicher. Ob wir alle 6 kaputt kriegen, weiß ich nicht.
Ob wir es probieren werden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Gut, wir haben eine Hebebühne, wir haben ein. Aha. Oh, nein, oh, ich habe. Ups. Ich habe eine kleine Planke da dran gemacht. Oh. Es tut mir leid. Da wird wahrscheinlich zu Ende sein, ne? Kann ich hier nicht rüberjumpen sogar? Fast, ne? Das geht an sich schon. Da muss man jetzt keinen großen Heckmeck machen hier. Kö. Kann ich das hier kaputt machen? Nicht wirklich. Ah. Höchstens die Büsche. Okidoki. Auch noch ein Auto. Es wird aber nicht eins der Expensive Cars sein. Ne? Und ein Teich. Reicht es denn, ein Auto hier reinzulegen? Wird wahrscheinlich eine zu kleine Pfütze sein, oder? Davon geht ein Auto jetzt vielleicht nicht so heftig kaputt. Ah, hier kann man auch ein bisschen reinglotzen. Wir können uns da natürlich durcharbeiten durch die Fenster. Das ist kein Problem. Glaube ich jedenfalls. Nicht, dass er hier irgendwie, was weiß ich, schusssicheres Glas hat. Voll die Hütte, ey. Aber hier muss es auch Türen geben, ich wollte schon sagen. Oh, ein Whirlpool. Einmal reinfurzen. So. Gut. Ah! Ah, hier ist einfach offen. Ach so. Na dann. Ah, ja. Da ist auch schon ein Autochen. Ja, so ein Autochen ist hier ein bisschen problematisch, ne? Ich weiß ja nicht, ob man die ganze Säule einfach mitnehmen kann. Wir könnten natürlich probieren, die hier so durchzutrennen. Dann mal gucken, ob wir das Ding mitschleifen können. Das können wir mal probieren. Können wir testen. Was ist das hier? Kunst, oder? A fish, I guess. Oh, ein solider Fisch. Sehr solide. Moment, der muss ins Wasser, oder? Fisch, Wasser ist doch klar. Das ist doch eigentlich ganz logisch. Ja. Also ich finde es so besser. Ich finde jetzt ist viel besser. Da oben ist auch noch ein bisschen Kunst, die wir verbessern können. Ach, hier ist auch offen. Ja, cool. Na, guck einmal, was ist das denn hier? Ach, hier kann man auch einfach so reinspazieren oder was? Ach so. Man braucht hier gar nicht so einen, man braucht gar nicht so einen Aufriss zu machen. Man kann hier einfach reinspazieren. Okay. Ja, da habe ich jetzt aber zu kompliziert gedacht, ehrlich gesagt. Na, von mir aus. Ja. Schön. Hier war bestimmt eben noch nicht offen. Die haben jetzt nur gemerkt, dass sowieso alles verloren ist. Und dann ist das Tor explodiert. Oh, das ist ja auch eine interessante Treppe. So ganz ohne Geländer? Weiß ja nicht. Ich mich nicht so sicher fühlen. Was ist das für ein Geräusch? Ah, hier. Ah. Ah. Guck einer an. Nur mal so Interesse halber, ne? Was passiert, wenn wir das da so ein bisschen, wenn wir die Tür hier so ein bisschen aushängen? Ah, geht die immer noch, okay. Ja, so eine richtige Scharniere hat die halt nicht, ne? Also wenn man das ganze Ding da irgendwie weghauen würde. Ah, gut, das ist zu stabil für den Sledgehammer. Schade. Ich weiß, das hat überhaupt nichts mit der Mission zu tun. Das ist mir bewusst, aber YOLO. Ah, ja, aua, aua. Aua, aua, aua. Aber ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Das ist wichtig. Ah, cool. Da kann man um eine Achse drehen. Das ist ja geil. Halt, das muss ich probieren. Das muss ich probieren. Erstmal drehen. Erstmal drehen. Zack. Und. Ah, funktioniert. Ah, jetzt können wir es rollen. Ah, ich finde es gut. Nee, 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 nee. Niemals. Boah, es ist ein großes. Alter, ist das ein großes Anwesen hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay. Wusch. Wusch. Hier ist auch das Wusch-Auto, oder? Ah. Klonk. Ganz ehrlich? Das ist doch der Spaß daran. Hier, Thumbnail. Wusch. Direkt markieren, zack. Was ist das? Sushi. Ich glaube, das soll ein Reifen sein. Ach, cool. Kann man sogar wegnehmen. Nice. Gefällt mir gut. Und hier, Hebebühne oder was? Weiß ich nicht. Oh, ah, oh, hier steht auch ein Auto, echt.
Ach was, hier ist, ah so, hier ist ein Auto zum Klauen. Aha. Ey, auf jeden Fall, das ist das Ochi-Spiel. Ohne Flachs. Natürlich. Also wenn das nicht, dann weiß ich nicht. Da ist auch ein Pool, ne? Da ist der Pool, wo wir das Auto drin versenken können. Ah, der ist leer. Was? Wie? Was? 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 Der ist leer? Müssen wir jetzt hier erstmal Wasser ran schaffen oder was? Ach, so ein Kack. Das muss doch aber irgendwie, der muss doch irgendwie aktivierbar sein. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ach was. In the water. Nee, in water. Hier steht einfach nur Cars in water. Breaking an alarm box or wire triggers the alarm. Ja. Ach, ich drücke immer Escape. Ach, das ist ja ungünstig. Ja, dann müssen wir erstmal gucken, wo wir die überhaupt dumpen können, die Autos, ne? Aha, aha, aha. Ja. Hier haben wir. Das ist auch ein Auto, ne? Ja. In der Tat. Ein Gewächshaus. Okay. Wir gucken uns weiter um. Ich möchte mich mal hier im anderen Flügel des Gebäudes umgucken. Vielleicht wird das ja früher oder später noch wichtig. Vielleicht auch für spätere Missionen, sich hier ein bisschen auszukennen. Zack. Ist das hier? Ah, valuable. Box of was? Artisanal Tomato Soup. Tomatensuppe. Jetzt will ich eine Tomatensuppe. Habe ich Bock auf Tomatensuppe? Toll. Ah, eine Sauna. Nice. Cassette Tape Player. Natürlich. Ein Walkman in der Sauna. Vacuum Cleaner. Na schön. Gut, dass wir darüber geredet haben. Und hier haben wir ein paar Explosives. Ich stell's hier mal hin. So, und ein Bad. Oh, hier mit Leuchtespiegel. Ja. Können wir auch Licht ausmachen? Ah, es funktioniert. Ah, es gefällt mir so gut. Kommt hier Wasser raus, wenn man das Klo abmacht? Nee, nicht wirklich. Okay. Ui. Ah. Schön. Was ist das? Ist es ein Aufzug? Ah. Cool. Ding dong. Geil. Kann man die Tür auch nach innen zumachen? Nicht so wirklich. Aber damit kann man bestimmt auch Mayhem machen. Ah. Ich kann ihn auch runterschicken. Interessant. Nur mal so Interesse halber, ne? Was passiert, wenn ich, wenn ich so mache? So? So? So vielleicht? Ah, okay. Er ist einfach runtergefallen. Da ist er. Oh, da lag was. Was ist das denn? Es ist ein Elevator Maintenance Manual. Aha. Ja, shit, jetzt muss ich hier wieder rauskommen irgendwie. Ah. Entschuldigung. So, jetzt aber nochmal hoch. Gut, was haben wir hier? Konferenzraum, aha. Da sind wir reingekommen, alles klar. Upsi, das wollte ich nicht. Oh, das wollte ich. Oh, Entschuldigung, ich stell's wieder zurück. Moment, ich stell's wieder zurück. Huch. Ich dachte, ich könnte damit das Glas kaputt machen. Geht aber nicht. Doch, geht. Man muss nur genug Gewalt ausüben. 250. Boah, ey, Coin Collection, geil. Richtig gut. Na gut, das war aber auch abzusehen, dass hier in so einer Villa gleich ein paar Wertgegenstände sind. Was haben wir hier? Spielhalle? Was? Sieht voll Cyberpunk aus irgendwie. Er ist mir aus der Hand gerutscht. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Mh. Ah, geil. Ein Billardtisch mit Kö. Oh, das ist ja cool. Und noch ein Aufzug. Okay. Oh, no time for that. Was? Nicht? Oh, ist hier ein Kino?
hier ist ein Kino. Oh, ist das cool. Okay, die... Ach, hier läuft sogar was. Guck mal. Die Credits. Nice. Hey. Irgendwie sowas, ja. Mit angeschlossener Bar. Was haben wir hier? The Ultimate Collection of Movie One-Liners. Aha. Kann ich das kaputt machen? Natürlich kann ich es kaputt machen. Was für eine Frage eigentlich, oder? Oh, der hängt ein bisschen fest. Na gut, der wehrt sich. Dann soll er von mir aus leben. Oh, ein Blackjet. Blackjet. Blackjet können wir auch spielen, ja. Ist das hier? Klos? Klos? Oh, fancy Klo. Mit Raytracing. Richtig gut. Path Tracing eher. Deswegen krisselt das immer auch so ein bisschen, aber ich finde die Beleuchtung hier ziemlich cool. Ziemlich geil. Oh, okay. ups, da war eine Tür. So, und dann haben wir hier noch irgendwas. Was ist das denn da hinten? Das ist irgendwas Buntes. Wir haben ein... Was ist denn hier geschehen? Schlafzimmer? Das ist ein Schlafzimmer. Was sind das denn für Teile hier? Sind das Kleidungsstücke oder sind das Puzzleteile? Die haben hier bestimmt Puzzle gespielt. Das wäre übrigens auch noch was, was man mal streamen könnte. Einfach mal ein Puzzle nehmen und puzzeln. Ist da noch mehr Haus? Hier eine ganze Garage und shit. Das ist ja unfassbar. Was für ein Anwesen, ey. Alter Schalter, ey. Kommt zwar nicht ganz an mein Haus ran, aber... Aber fast. Die Beleuchtung ist auf jeden Fall cool. Alter Schalter, ey. Okay, da ist noch Baustelle. Ich versuche hier mal runterzuspringen. Das geht. Ah ja. Tatsächlich, Baustelle. Hier ist auch noch ein bisschen was Explosives. Vielleicht würde es sogar Sinn machen, sich hier ein Auto zu nehmen, um sich hier zwischen den Autos hin und her zu bewegen. Oh Mann, ich habe noch nicht so richtig einen Plan, ehrlich gesagt. Gut, das hier, das können wir natürlich mitnehmen. Das Auto, das da auf dem LKW ist, dann nehmen wir einfach den ganzen LKW mit. Wir brauchen einen Plan. Das finde ich eigentlich, dieser Planungsaspekt an diesem Spiel her, gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Da haben die sich was Schönes ausgedacht. Hat hier so viele Möglichkeiten. Da haben die sich was Schönes ausgedacht. Ah, hier ist auch ein Autochen. So, so. Kriegen wir diese Tür hier auf? Weiß ich nicht. Naja, irgendwie kriegt man die schon auf. Das ist nicht das Problem. Oder hier. Mit einem anderen Vehikel. Vorsicht. Eigentlich sollte man die anderen Autos ja auch nicht beschädigen. Ja, sollte man nicht beschädigen. Wir sollen die ja sowieso in den Pool werfen, von daher. Ach, jetzt geht das Ding auch auf. Und es geht zu, wenn ich aus dem Auto steige. Aha. Das ist ja ungünstig. Moment, ich muss hier mal eben ein bisschen aufräumen. Warte mal. Upsi, Entschuldigung. Ja. Es wird gleich. Sekunde. Ups. Mein Fehler. Oh nein, jetzt habe ich die Tür hier versperrt. Oh nein. Och nö. Ich wollte doch hier nur ein kleines Loch machen. Ja, hier komme ich mit dem Sledgehammer allein nicht durch, ne? Shit. Ach nee, jetzt hängt das Auto da fest. Kann ich das ziehen? Oh ja, es geht. Ich kann's anschieben. Oh, schön. Geil. Geil. Uah. Upsi. Ich glaube aber, die... Wahrscheinlich explodieren die nur, wenn man die wirklich wirft, oder? Glaube ich jedenfalls. Weiß ich nicht. Ich probiere hier mal aufzumachen. Oh, es brennt. Oh, Feuer. Oh, Extinguisher hier. Das ist so schön. Ich finde es auch geil, dass die Voxel sich dann hier auch umfärben, wenn hier was gebrannt hat. Es ist so gut. Ich finde es so gut. Müssen wir aber noch ein bisschen aufmachen, oder?
Kann ich denn hier? Jetzt kann ich es rausnehmen. Ah, super. Ach, perfekt. Sehr, sehr gut. Okay. So viel dazu. Ja, dann haben wir das hier schon mal, dann haben wir das hier schon mal offen. Das ist gut. So. Okay. Wo ist denn wo ist hier das nächste Wasser? Wahrscheinlich hier, ne? Ja, das könnten wir einfach hier reinschmeißen. Auch noch irgendwie ein Glashaus? Aha. In Ordnung. In Ordnung. Oh, was ist das denn hier? Ein Margarita-Maker. Nee, Food-Processor. Aha. Food. Wackelt das? Man kann es wackeln lassen. Nice. Ist hier noch was Wertvolles oder nur getragene Schlüpper im Schrank? Aus irgendeinem Grund, was weiß ich. Keine Ahnung. Vielleicht ist das der Schrank für die schmutzige Wäsche. Das ist wahrscheinlich das ganze Haus für die schmutzige Wäsche, verdammt. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Rennstrecke. Da könnte man auch noch gucken. Ich glaube aber, naja, ist halt ein bisschen blöd, wenn man die schönen Autos jetzt da nicht fahren darf, ne? Weil wir uns anderweitig drum kümmern müssen. Barbecue Charcoal, aha. Krass. Extra fancy Kohle. Das wäre hier wieder ein lohnendes Ziel, um Autos reinzuwerfen. Ja, okay. Ja, aber erstmal mit den Autos hier irgendwie hinkommen. Das ist schon so ein Problemchen. Eieieiei. So, hier haben wir andere Autos. Da ist das Auto mit. Aha, hier ist auch so rampenmäßig einfach. Ah, eine Auffahrt. So. Ja, okay. Ja, okay. Hier ist kein Auto drin. Ne? Gucken wir uns trotzdem mal an. Was da zu finden ist. Ich sollte auch ab und zu einfach mal einen Quicksave machen, nachdem wir den ganzen Quatsch gesammelt haben und so. Aha. Ja, okay. Noch was sammeln. Ein Pokal? Second Prize in Wu Open, tatsächlich. Alles klärchen. Ich dachte eben, das sind Sirenen, aber es war nur in der Musik. So ein Wuh. Udi. So, hier, können wir einmal eine Runde drehen. Hui. Sitzt natürlich nicht so das Rennauto. Oi. Upsi. Warte mal kurz. Ja, ich weiß, ich fahre wieder zurück. Ich will hier mal eben in die Garage gucken. Oh, das sieht ja auch interessant aus. Voll das Muscle Car, oder? Oh, der klingt ja geil. Oh, der klingt ja super. Der gluckert so schön. Also, ich brauche ein Auto, um hier reinzukommen. Oder durch die Tür, das geht natürlich auch. Ja, das ist hier aber kein fertiges Auto, ne? Aha, hier kommt man irgendwie durch auf die andere Seite. So, wo kommt man hier hin? Aha, da sind wir vorne, so. Oi, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde gern wissen, wie viel Zeit wir überhaupt haben, wenn wir anfangen, hier so ein Auto zu klauen. Das wäre mal interessant. Haha. Eventuell sollten wir einfach mal eins nehmen und gucken. Weißt du was? Wir sollten mal eins klauen und gucken. Kann man eigentlich auch hier vorbeifahren? Ah ja, es geht. 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden, ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Au, wow. Das tat weh. Oh, okay. Wir probieren mal Folgendes aus. Ich mache hier mal einen Quick Save.
Und wir probieren mal, diese Säule hier ein bisschen zu stutzen. Gucken, ob das geht. Ja, Vorsicht. Ja. Da brauche ich zu viel Schuss für. Gegebenenfalls müssten wir hier mit Sprengstoff arbeiten. Scharper Sprengstoff. Vorsicht. Vorsicht. Noch zwei Schüsschen. Das reicht nicht. Okay, das funktioniert nicht. Also, das Ding ist noch dran, aber nee. Und wir haben 60 Sekunden. Wir haben 60 Sekunden. Boah, die gehen aber ab. Ich dachte, ich könnte es als Sprungschanze benutzen. Ging nicht. Okay. 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 Komme ich hier durch? Ja. Ja, wenn sowas passiert, dann weiß ich nicht, wie wir dann weitermachen. Okay. Oh, Vierradantrieb, echt? Kann ich es auch ziehen? Ja, so ein bisschen. Ist aber schwierig. Schwierig. Wir müssen natürlich gleich nochmal anfangen. Das ist vollkommen klar. Das ist mir auch bewusst. Das ist mir auch bewusst. Können wir ja noch ein bisschen üben. Hui, hui. Oh, ist aber wirklich Schluss. Ja. Quick Load. Also, 60 Sekunden. 60 Sekunden. Haben wir festgestellt. Schwierig. 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 Wo haben wir, also die erste Frage, die sich mir stellt. Wo haben wir überhaupt überall Wasser? Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen, wie soll ich sagen, natürliches Wasser, also nicht künstlich angelegtes Wasser. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht hat er sich da auch ein Meer hingemacht. Das kann auch sein. Also für so ein Auto hier würde es sich wahrscheinlich lohnen, einfach hier so blub zu machen und fertig. Das Auto hier ist mobil. Das können wir irgendwo hinstellen. Das könnten wir zum Beispiel auch hier schon mal hinstellen. Und oder vielleicht sogar komplett inklusive LKW versenken und dann ist es schon mal weg. Das könnten wir auch mal probieren. Ob dann überhaupt der Alarm losgeht. Weiß ich nicht. Gute Frage. Naja, und die vier, die sind relativ nah beieinander. Aber wo haben wir da Wasser? Wir haben diesen einen trockenen Pool aus irgendeinem Grund. Das kann doch nicht sein. Man muss da doch irgendwie Wasser hinkriegen, oder? Man muss da doch irgendwo Wasser hinkriegen. Herkriegen. Reinkriegen. Wie auch immer. Ah. Und Blackjack. Blackjack. Blackjack nicht vergessen. Kann man schon nicht mehr reden. Bäh. Ah, so, und einen Schluck Kaffee. Wenn da Wasser wäre, dann würde es sich natürlich so anbieten, hier mit den ganzen Autos dahin zu fahren. Haben wir aber nicht. Ansonsten haben wir hier hinten noch einen Pool, aber der ist ja wirklich ewig weit weg von den Fahrzeugen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Hier ist halt so ein kleiner Pool. Vielleicht funktioniert das eventuell. Oder man kann wirklich irgendwie Wasser irgendwo umleiten, aber das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Bagger und so, ne? Ja, und ein bisschen Sprengstoff. Spannend. Sehr spannend. Ich möchte mir nochmal diesen Pool hier angucken. Wo könnte man, kann man von da oben aus vielleicht irgendwie an Wasser kommen? Wenn hier irgendwie eine Leitung wäre oder so. Hier mit dem Eimerchen. Ich nehme einfach den Eimer, oder? So, wir holen uns jetzt einfach mal ein bisschen Wasser von dem anderen Pool da. Das wird bestimmt total funktionieren. Oh. So. Zack. Es funktioniert nicht, ne? Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Es könnte auch ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Nee, das ist nicht das Richtige. So. Ich hätte ruhig auch die 2 Meter weiter zur Tür gehen können. Ja, gut, sehe ich ein, aber naja. Es ist irgendwie... Es ist ein bisschen aussichtslos. Hier sehe ich auch so spontan... sehe ich so spontan nicht, dass wir hier Wasser herkriegen. Na gut.
Aber vielleicht ist es ja wirklich der Pool. Hauptsache, die Autos verschwinden dann. Wenn man die da reinlegt, die Autos, und die dann verschwinden, dann hätte man vielleicht eine Chance. Wenn man die da stapeln muss, dann sehe ich ein bisschen schwarz. Ja. Hm. Aber was mich mal interessiert, wie ist das generell mit dem Wasser hier? Wenn man jetzt zum Beispiel, ach, die Planken haben wir ja auch noch, ne? Nicht vergessen. Stimmt. Wenn man jetzt, ich kann es einfach nicht kaputt machen, weil ich hätte mich jetzt gefragt, ob man das Wasser halt fließen lassen kann, aber es geht offenbar nicht. Okay. Jetzt lade ich mal neu, weil ich hier gerade die zwei Schuss verbraucht habe. Nicht, dass es hinterher zu knapsedig wird. Na gut, also wir versuchen es mit dem Pool da. Wir probieren mal was. Wir nehmen uns diesen LKW. Man muss nur ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob das in 60 Sekunden funktioniert, aber ja. Komm schon. Oh ja, der hat Power. Oh, der hat Power, der LKW. Nice. Ah, das ist richtig gut. Überhaupt, ich finde die Fahrphysik hier auch total geil, ne? Und auch die Motoren und so das Gangschalten und man hört es richtig, wie geschaltet wird und das Zischen und ich finde es total geil. Das gefällt mir so gut. Es verbindet vieles, was ich mag, dieses Spiel. Aber jetzt haben wir ja schon mal diese beiden Autos zusammen, ne? Was war das denn? Habe ich denn da umgefahren? Ach, das war die Dings. Die Tür von der Garage. Ich möchte mal Folgendes probieren. Machen wir mal ein Save. Keine Werbung machen für das GTA-Bier. Ja, ja, genau. Kritisch. Es hat ja nicht so gut funktioniert. Nee, es hat nicht so gut funktioniert. Ja, scheiße, jetzt kriege ich das Ding da nicht weg, ne? Ich wollte eigentlich mal den LKW inklusive Auto da ins Wasser legen, aber jetzt ist scheiße. Okay, nochmal laden. Mist. Bestimmt gibt es das irgendwo, oder? Also wenn es schon DÜV gibt, DÜV aus Schweden, dann gibt es bestimmt auch das. Das hat funktioniert. Ja, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, durchaus. Aber guck mal, da haben wir schon eine Target weg, ohne Probleme. Ah, das ist ja gut. Ja, es muss ja seinem Namen auch gerecht werden, ist ja klar. Das ist natürlich klar. Na klar, na klar. Kann man das Ding nicht einfach kaputt machen? Na gut, dann würde ich das Auto einfach da reinlegen ins Wasser. Dann lassen wir uns das vielleicht mal als letztes. Und kümmern uns erstmal um die hier. Ich möchte mal ausprobieren, was passiert, wenn man mit den Autos hier anfängt. Ob das überhaupt funktioniert hier mit dem kleinen Pool und so. Wenn das nicht geht, dann können wir es ja eh vergessen. Ja. Das machen wir mal. Was ist das hier? Achso, das ist hier Meetingraum. Haben wir hier schon gesehen? Kann sein. Ja, kann sein. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich mache es einfach. Ich möchte jetzt diese Liege hier nehmen und hier reinwerfen. Okay. Gut, jetzt da wir das wichtige, diesen wichtigen Teil der Mission abgeschlossen haben, machen wir nochmal ein Save. Und probieren das mal aus hier. Ich muss natürlich die anderen Fahrzeuge dann hier auch irgendwie sinnvoll rauskriegen. Aber ich will's einfach mal eben testen hier. Was? Last Path? Last Path? Best Path? Wir können unseren Weg nachverfolgen. Ach, das ist ja lustig. Ah ja, okay. Ach, immer Escape, Entschuldigung, ich muss Tab drücken. Und, geht das? Ja, das geht, aber das scheiß Auto bleibt da. Oh nein, das bleibt da. Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist echt ein Problem, ey. Ah, das ist nicht gut.
Haben wir hier vorne eigentlich noch irgendwo Wasser? Es ist immer so schön, was für ein... Ja, stimmt, hier gibt's ja Wasser, richtig. Ah. Ah. Dann machen wir uns hier einen Durchgang oder eine Durchfahrt. Ja, wir machen uns da eine Durchfahrt. Dann können wir irgendwie das und das Auto da reinlegen. Und, ach, hier war noch eins. Oder das und das. Hier rein und das nach vorne. Und dann sind wir, naja, dann sind wir immer noch nicht durch. Dann sind wir halt immer noch nicht durch. Dann müssen wir immer noch uns um das Letzte kümmern. Oh je. Das ist spannend. Ah, oh, danke schön, Potterhead. Für den Resub. Hat's jetzt funktioniert? Hat's jetzt funktioniert mit dem Sharon? Was hast du gemacht, damit das funktioniert? Danke, auf jeden Fall. Jetzt müsste auch das Event da gekommen sein, ne? Ach schön, mit Maske. Lustig. Gut, gut, gut. Grüße gehen in die Schweiz. Ach, hier haben wir ja auch eine Durchfahrt. Stimmt, da müssen wir ja gar nicht, da müssen wir ja gar keinen Blödsinn machen hier. Yeah. Ja, okay. Moment. Ich dachte, ich könnte da hochfahren. Ja. Dann könnten wir mit dem Auto hier, dann kommen wir hier an. Wenn wir es zum Beispiel da rein tun. Das hier, es bietet sich sehr an, da vorne einfach rauszufahren, nach vorne in das Wasser ist zu tun. Und das hier müssen wir nochmal schauen. Was war das denn hier? Haben wir es überhaupt schon geguckt? Ja, das war die Garage hier. Aha. Da kommt man auch nach da vorne raus, ne? Moment, wo ist denn das Auto? Ach, tatsächlich das hier oder was? Ach, tatsächlich, das ist das Auto, das wir brauchen. Das hat keine Räder. Es hat keine Räder. Können wir für Räder sorgen? Können wir die... Ach, hier sind welche. Sieht wirklich aus wie Lego, oder? Lego-Räder. Das muss doch irgendwie gehen. Oh, es geht langsam runter. Aber das ist nicht alarmgeschützt, oder? Oho. So? Nee, ich glaube, so ist es nicht gedacht. Wir müssen es hier einfach irgendwie wegkriegen. Ah, so. Naja, versenken. Wir müssen die ins Wasser holen, ne? Oder ins Wasser bringen. Irgendwie. Ich hole mir mal ein Gerät. Ach, das habe ich ja gar... Oder wir schieben das mit dem da an? Es ist lustig. So viele Möglichkeiten. Aber gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Das ist hier nochmal ein Sonderfall. Wie es aussieht. Wow. Das Auto fährt sich komisch. Ja. Kriegen wir es angeschoben? Eieiei. Ich glaube, ein Gabelstapler wäre nicht schlecht. Haben wir hier vielleicht einen? Oder auf der Baustelle oder so? Da oder das Ding? Da Gabelstapler so üblich sind, weiß ich nicht. Oder ein Bagger ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Bagger ist ein bisschen Overkill, um da in die Garage zu fahren. Wir können es natürlich probieren. Es hindert uns ja niemand. Ne? Das merken die nie, was wir hier machen. Moment. So, passen wir denn hier durch? Passen wir denn mit dem Bagger hier durch? Ah! Fast. Ich will die Schaufel eigentlich noch intakt lassen. Ja.
Und gib ihm! Okay, sehr gut. So, geht die Garage denn auf? Ja, geht. Oh, Backe. Das ist aber ziemlich groß, ehrlich. Oh, das ist nicht die richtige. Upsi, upsi, Entschuldigung. Oh nein, oh, mein Fehler. Oh, mein Fehler. Es wird auf jeden Fall eine lange Folge für YouTube. Aber egal. So, jetzt sind wir hier. Ja, es ist ja echt ungünstig hier. Oh je. Oh je. Oh je. Ja, schieben. Es bleibt nichts mehr von dem Auto übrig, wenn wir mit dem fertig sind, aber egal. Eieiei, oh, unsere Schaufel hat ein bisschen gelitten. Ah, guck mal, wir haben's. Das, was davon übrig ist. Das wirklich funktioniert hat. Gucken, ob wir jetzt auch das Richtige am Haken haben hier. So. Ja, funktioniert. Ach, perfekt. Der Punkt ist halt der, theoretisch bräuchten wir jetzt nur noch eins, ne? Aber ich will schon alle haben. Das ist ganz klar. So, Achtung, hier komme ich. So, eine kleine alternative Durchfahrt hier. La 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 la. Ach, herrlich. Ach, hervorragend. Bin da, wer noch? Oh, hier sollte ich mich vielleicht ausgerechnet nicht hinstellen. Da müssen wir gleich noch durch vielleicht. So, das war das. Was leuchtet da so grün? Kommt das her? Da oben? Ach, hier, von hier. Fancy. Fancy schmancy. Goodie. Ja. Gut, ja, dann bleibt noch das Auto hier und außerdem die drei. Ne? Ja, dann machen wir das doch mal. Ich glaube, das wird schon langsam realistischer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man muss sich hier halt erstmal wirklich alles angucken und überlegen und gucken, was ist möglich, was vielleicht nicht so. Was ist realistisch, was nicht so. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Ich stelle mir den hier schon mal hin, ja. Ich stelle mir den hier hin. So, dann machen wir das hier und das Auto. Würde ich mal versuchen, hier rein zu tun. Und ich fange aber an mit dem Auto hier, dass ich auch nach vorne fahre. So, einmal save. Das fahre ich nach vorne, dann. Achso, dann sollte ich mir da auch irgendwie ein Auto hinstellen. Um schnell dahin zu kommen, dann machen wir die beiden Autos und dann fahre ich nach ganz hinten. Das wird, oh, fährt das noch? Ja, es geht. Ja. Ja. Ja, es geht. Hey, dann ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir eben aufgemacht haben, oder? Es klappert schon ziemlich rum. Ja. Ja, es ist super. Das wird super. Das wird genau richtig. Oha. Wuhu. Ach so, jetzt check ich's. Wusch. Ah. Ja, gut. Dann, Moment. Mal save. So. Und dann geht's ab. Lop. Oh, das ist kein Offroad-Fahrzeug. Das ist definitiv kein Offroad-Fahrzeug. So, und rein theoretisch wären wir jetzt schon fertig. Aber nee. Gott,
das ist so schlimm. Ich hätte mir ein Auto nehmen sollen, um wieder zur anderen Garage zu fahren. Ja, das fehlt mir jetzt. Ja, das könnten wir vielleicht nehmen, wenn wir loskommen. Ja. Scheiße, wo war das jetzt? Ach, ich weiß. Ja, das ist überhaupt nicht in der Garage. Verdammt. Oh, zu viel Zeit verloren. Das geht besser. Das geht definitiv. Oh, besser. So. Was, das gilt nicht? Wie? Was? Das gilt nicht. Oh, nee. Ach, das ist ja blöd. Oder kann man wirklich keine zwei Autos in den kleinen Pool da versenken? Oder war es vielleicht nicht tief genug versenkt oder so? Ah, Mist. Ja, okay. Nochmal üben. Vielleicht fange ich auch mit den beiden. Ich glaube, ich fange mal mit den beiden an. Also, warte mal. Ich fange mit den beiden an. Macht das Sinn? Ich fange mit den beiden an. Dann hätten wir schon mal das hier erledigt. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir nicht so viel Zeit verschwendet. Achso, ja, das könnten wir auch probieren. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ja. Vielleicht. Dann machen wir die beiden. Dann nehme ich das Auto hier, um zu dem da hinten zu fahren. Oh, und so weiter. Ich probiere es nochmal mit dem Kleinen, wo wirklich Wasser drin ist. Einmal safe. Kaffee, wichtig. Und go. So, hier ein bisschen Platz lassen. Ich glaube, ja genau, jetzt hat es Beep gemacht, ne? Es hat funktioniert, sehr gut. Den hier daneben legen. Ja, sehr gut. Wir nehmen das Auto. Fahren hier rein. Oh je. Ja. Oh nein, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Wir müssen natürlich auch noch zu unserem Fluchtauto und das ist jetzt maximal ungünstig. Ah, oh, das wird's jetzt scheitern lassen. Das habe ich total vergessen. Ja, das Auto könnten wir vielleicht noch schaffen hier. Wenn auch nur barely. Aber wir müssen ja zum Fluchtauto. Na komm, wir üben's mal. Ja, das ist easy. Das funktioniert. Aber uns fehlt das Fluchtauto, natürlich. Okay, andere Reihenfolge. Ansonsten ist das zum Scheitern verurteilt. Ja, das ist ganz klar. Okay. Wir müssen mit dem Auto hier aufhören. Dann fahren wir das nämlich als letztes in das Wasser hier. Und dann sind wir direkt bei unserem Auto. Vielleicht sollten wir uns hier auch noch irgendwie Planken oder so machen. Müssen wir uns mal angucken, wie das da aussieht. Dann fangen wir anders an. Wir fangen hier ganz rechts unten an mit dem. Das ist easy. Zack, weg. Dann stellen wir uns hier ein Auto hin, fahren hier rüber. Ist auch ein schöner Weg eigentlich. Dann machen wir die beiden. Oder wir fahren sogar zu dem Auto hier, machen erstmal das. Dann nehmen wir das, fahren zu dem, machen das. Und dann bräuchten wir eigentlich noch ein Auto, um hier hinzufahren. Oh je. Ja. Aber es wird. Was hat man eigentlich von den optionalen Zielen letztendlich? So, außer dass es natürlich größerer Spaß ist, das zu machen. Ansonsten wäre es ja zu einfach. Haha. Okay, hier kommen wir aber easy rüber, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist okay. Gut. Das Auto brauchen wir nicht. Also zumindest nicht hier. Wir nehmen uns. Eieiei. Ist sie kaputt?
nehmen uns das Auto, stellen das auch mal hier hin. So. Zack. Fertig. Dann nehmen wir uns ein weiteres Auto. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo eins? Hier. Schön, wie viele Sachen man hier einfach zur Verfügung hat. Richtig gut. Hier, super. Richtig geil. Und dann stellen wir uns das hier schon mal bereit. Ist vielleicht nicht das Schnellste, aber ich hoffe, es wird seinen Zweck erfüllen. Ach, hier haben wir auch noch das kleine Blaue, aber es ist schon ziemlich ramponiert, ehrlich gesagt. Ja, schon ziemlich kaputt. Ja, stellen wir mal hier hin. So. Also, Plan. Wir fahren das grüne Auto ins Wasser. Wir nehmen das Auto, fahren hier hin, fahren das in den kleinen Pool, nehmen das Auto hier, fahren hier hin, oder das, keine Ahnung, nehmen das Auto, fahren es auch in den kleinen Pool, nehmen das zweite Auto von hier, fahren hier hin und dann das Auto hier und dann sind wir bei unserem Fluchtwagen. Ah, schön. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, safe. Ich bin safe gespannt, ob das funktioniert. Blub. Hat das funktioniert? Ja. Sehr gut. Nehmen das Fahren zu. Hier ist ja Kram. Ja. Nehmen das Auto, fahren es in den Pool. So. Das Auto, es wird knapp, ey. Oh Gott, oi. Nein, es hat nicht funktioniert, ne? Ah, oh, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Es reicht ihm nicht. Oh Gott. Was ist denn da drin? Irgendwelche Kisten. Ah, vielleicht könnte es reichen. Was ich bei dem Spiel übrigens interessant finde, ich habe hier einen 8-Kern-Prozessor, ne? Und wenn man sich mal einen Taskmanager anguckt, es ist eigentlich immer single-threaded. Was mich sehr wundert, ehrlich gesagt, bei dem Spiel, ist immer nur ein Core ausgelastet. Es muss irgendwie, also es ist auch sehr effizient, offensichtlich. Auch mit einem Core. Aber ich glaube, da könnte noch mehr gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier gerade in so einer Voxelwelt so ein bisschen was parallelisieren könnte. Naja, gut. Wir probieren es nochmal. Nur so ein technisches Detail am Rande, was mir aufgefallen ist. Ja. Vielleicht macht es auch noch einiges auf der GPU. Das kann natürlich auch sein. Dass man die GPU auch für irgendwelche Berechnungen benutzt und der Core eigentlich nur zum Managen da ist. Keine Ahnung. Moment, ich lese gleich. Ach, jetzt habe ich das Auto nicht genommen. Egal, ich probiere es mal zu Fuß. Ich lese sofort. Ich habe hier gerade ein kleines Problemchen. Ich muss irgendwie so schräg... Ja, jetzt hat es funktioniert. Ich muss da irgendwie so schräg reinfahren. Das ist... Ich glaube, die Zeit wird nicht reichen, oder? Das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird arschknapp. Oh nein, ich muss hier irgendwie rüberkommen. Oh, so knapp. Oh, es wird arschknapp. Ah, einen lieben Gruß von Daidri? Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Wie spricht man ihn richtig aus? Ah, Gianni, sag's uns. Ah, so knapp. Ah, aber auf jeden Fall schönen Gruß zurück. Es hätte aber funktioniert. Also es hätte eigentlich funktioniert, hätten wir an der einen Stelle nicht zu lange gebraucht. Ja, wie das, also es ist eigentlich genau das Problem natürlich. Oh, ja. Ah ja, ach schön. Ja, dann schöne Grüße. Quick Load. Ja, hätte Fahrradkette. Ja, ich weiß.
Ah. Wie spricht man den Namen richtig aus? Das möchte ich jetzt wissen. Deidre. Deidre. Der Deidre. Ah, ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Jetzt wird alles besser. Aber tröste dich. Tröste dich. Meinen Namen spricht man auch generell falsch aus. Niemals richtig. Niemals. Ah, das war... Das war schon nicht effizient. Das war nicht effizient. Ötzi, genau. Der Ötzi. Hätte ich auch wieder ein Auto nehmen können, wobei ich weiß gar nicht, ob es so viel bringt. So, und hier muss ich... Auto muss ich so schräg reinlegen. Ja, so ist gut. Ah, raus, raus, raus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Deidre. Oh. 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 Ja, ja, es funktioniert, es funktioniert. Oh. Oh mein Gott. 0,5 Sekunden übrig. Ui. Ja! 0,4 sogar. Oh. In 38 Minuten. Hart durchgeplant, ey. Boah, das war aber gut. Das war cool. Also, ob es gut war, weiß ich nicht. Aber es hat viel Spaß gemacht. Richtig nice. Cool. Dann würde ich sagen, wir machen mal Continue. Guckt euch diese Zerstörung an hier. Unfassbar. Oh, continue und weiter.